Den Papst möchte ich mir jetzt nicht prügeln. Ah, ich könnte Provence, das Bündnis mit Frankreich aushebeln. Ah, schön. Schöne Sache, das. Venedig Bauernkrieg, was? Ich habe es nicht gelesen. Ich habe nur okay geklickt, dann habe ich gelesen Venedig und Bauernkrieg. Was tust du denn? Naja. Kein Problem, ich komme die Forderung einfach nach. Keine Ahnung, was du machst, aber passt schon. Nee, die wollten Steuern senken und sonst was machen. Oh. Ist da hinten, da gehe ich dann nicht extra hin. Da hinten? Ist auch eine schöne Aussicht. Der unten halt bei ihm. Im Osmanischen Reich, da gehe ich nicht hin. Ich bin Lust drauf. Mit Handelseinfluss, wen habe ich überhaupt alles anderes Einfluss? Ganze Menge sogar. Dann ist es vielleicht klüger, wenn ich nicht noch einen Berater einstelle. Österreich mag mich. Möglicherweise. Kannst du mal dein Bündnis mit Österreich auflösen, bitte? Stört so ein bisschen. Nö. So, ja, 96% Beteiligung, das muss reichen. Gruppenreserve, jetzt schon wieder auf richtige Richtung, sage ich mal, geht die. In die richtige Richtung. Ja, Fino wird immer rückständiger, ist der Wahnsinn. Was hat er denn für eine Idee? Mal gucken. Er hat Quantität-Idee, ne? Masse statt Klasse. Naja. Und er hat das erste Ding schon ausgewählt. Das heißt, er hat jetzt 50% mehr Rekrutenreserve global. Verstehe, verstehe. So, Osmanisches Reich, willst du jetzt nicht mal hier die Hölle entfachen, Delfine? Das machen die nicht. Na, ja, was ich gerade im Krieg sehe, sehe ich gerade. Noch nicht. Schon längst gemacht. Was? Ich verlor den Kriegsgrund gegen die Schweiz? Das geht ja gar nicht. Oh, ich kann jetzt mal Werkstätten bauen. Hier Kolumbik-Akt. Steuernahmen muss Nachsteige plus. Ja, klar nicht. Steuereinnahmen plus, hallo? Natürlich nehme ich das mit. Werkstatt in Mailand, dass man eine Werkstatt bauen. Gewinnen wir nicht oder was ist denn hier los? Ach, was machen denn meine Verbündeten? Aber halt keinen Bock jetzt noch da hochzulaufen, um das Problem zu lösen. Böhmen, wie sieht's denn bei dir aus? Ja, das sind halt die Wahlen. Ja, da geht das schon runter. X-Reparation noch abziehen und so weiter. Hm. Kann ich auch die Regierung stellen? Drei republikanische Nationen. Ich glaube, ich darf nicht unter 30 oder unter 25 kommen. Naja. Na ja. Ich würde schon gerne meinen Herrscher behalten. Der ist halt ziemlich geil. Das nicht nur, weil es eine Frau ist. Aber auch deswegen. Gut, technologisch schüren wir. Diplomat mal abrufen. Diplomatennetzwerk aufbauen.
Dann finden wir eine Beleidigung? Nee, noch nicht. Schicken wir später die Beleidigung. Idee. Irgendwas Militärisches. Nehme ich auch Quantität oder nehme ich Qualität? Ich kann die erste Idee schon auswählen. Was nehme ich denn? Ich weiß es nicht. Ich nehme was ganz anderes, ich nehme Offensiv-Idee. Nee, aber vielleicht doch. Offensichtliche Ideen. Ich glaube, ich nehme auch Qualitätsideen. So, hier. Dann mal auswählen. So. Damit wir nicht so rückständig sind wie Delfino. Ah, 40 Jahre geht noch was. 72 ist die nächste Wahl. So. Gut, kommen wir zum nächsten Punkt. Die aggressive Expansion ist schon ein Stück zurückgegangen. Ist doch schon mal schön. Wen haben wir denn da? Ach, guck mal einer, schau. Das ist ja schön. Das ist ja richtig schön. Das ist schön. Glück, Glück. So, das ist schwierig. Auch schwierig. Das ging sogar. Oh, das ging natürlich auch. So, gehen wir erst nach unten oder gehen wir erst nach oben? Das Schatten-Event braucht noch ein bisschen. Ah. Aber die ist gerade so schwach. Die ist gerade. Das ist meine Rivale, oder? Ist das mein, was wäre denn meine Rivale? Ja, es ist meine. Ich habe 5 Feinde. Kannst du auch nach links gehen? Nee, das ist mein Freund. Ja, den kannst du auch. Sieht so nach rechts aus. Dieses Venedig, wird er von jemandem unterstützt? Kann nicht gekauft werden. Gib mir die Stabilität, Junge. Gib mir die Stabilität. Wie sieht denn das jetzt hier aus? Ich habe keinen Diplomaten. Die Republik ist heilig, ja. Und da geht meine Stabilität wieder hin. Wieso hat Mantua jetzt 2? Da fehlt doch was. Das ist jetzt irgendwie zu groß. Dann machen wir hier nochmal Beziehungen verbessern, das passt dann schon. So, was wollte ich machen? Ich würde sagen, immer noch Handelsmacht. Na gut. Dann muss ich mal was anderes aussuchen. Siena. Die betragen mir auch noch immer. Ja, ich behalte sie nochmal. Ich habe jetzt wieder Tradition. Das passt schon. Jetzt habe ich keinen Diplomaten, den ich entsenden kann. Ah, ich behalte meinen 666 Herrscher. Das passt schon. Das ist ganz in Ordnung, glaube ich, wenn ich den behalte. Aber 7 ist besser. Geht aber nicht mehr. Sonst hätte ich jetzt schon mehr. Die Sache ist die, ich kann den immer behalten und immer mehr bekommen. Sie fing halt schon mit 444 an, ne? Ich kann den nicht den Krieg erklären. Ich kann aber auch Provinz nicht direkt den Krieg erklären. Machen wir doch mal den hier. Ja, das passt dann schon. Das passt schon, wenn ich das so mache, denke ich. Ich kann ja aktuell eh nicht so viel erobern, weil wegen.
Aber ich habe schon Rekruten. Ach, wenn ich alle Ideen abschließe, bekomme ich nochmal Rekruten, das ist aber global plus 20. Die Tradition abschließe. Das ist ja geil. Finde ich gut. So, was hast du überhaupt so für einen Herrscher? Sind bei dir nicht auch Wahlen? Oder hast du schon so weit... Ach nein, du bist schon... Warst du nicht am Anfang noch eine Republik oder sowas? Keine Ahnung. Ich habe 355, habe ich hier schon. Ja. Ich meine, du wärst auch eine Republik am Anfang gewesen. Wenn du zu wenig Tradition hast, dann geht das halt irgendwann weg. Ja? Also, ich habe schon... Ich habe schon einen Anspruch definiert. Kann ich ja jetzt aufhören. So, was machen denn meine Freunde so? Was zur Hölle ist denn jetzt los? Oh ja. Haben wir jetzt Pause? Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Land Neapel? Wieso Neapel? Damit bin ich mit Neapel verbündet. Tja. Moment, was? Moment mal. Aber... Mit Aragorn bist du verbündet. Ja, aber ich bin doch Neapel. Ich meine, was? Ja, und Neapel gehört dazu. Ja, aber warum kann Neapel kann das nochmal gar nicht? Das ist ein Juniorpartner. Was? Ja, aber Aragorn kann das. Kann das ja weiterleiten. Venezianischer Oberon. Das ist Venedig, ne? Ja, ich habe angegriffen, das ist richtig. Ja, dann viel Spaß. Und Dankeschön. Ja, gerne. Ich bin hier gerade. Was? Aragorn auch noch? Jetzt kommt Aragorn. Ja, nee. Hey, vielleicht kann ich dir dann gleich den Krieg erklären. Oh, fuck. Kannst du gerne versuchen. Ja, nimm das, du Arschloch. So. Schmeckt dir das, ne? Ne? Ja. Dachte ich mir, dass dir das schmeckt, ja. Was denn? Ja. Krieg erklären. Schade. All deine Verbündeten wollen. Ach ja, keinen Unsinn. Normalerweise. Gut, Polen ist nicht dabei, aber sonst. Ja, gut. Läuft auch so noch, passt schon. Ja, denke ich auch. Also ich könnte jetzt nochmal. Ja, klar. Nehmen wir gleich mal mit, damit sie meine Rekruten das selber irgendwie schneller holen. Jetzt durch Mailand, das wird klar durch. Also gerade Frankreich besetzt das gerade für mich. Also wenn ich mich heute nach unten ausbreite, weniger schlimm. Rom kann ich noch nicht besetzen, dann kriege ich die ganze Zeit Probleme mit diesen Nationen da. So, England, wie sieht's denn da aus? Schlecht, Österreich. Schlecht. Schlecht. Schlechter. Moskau. Moskau. Schlechter Moskau. Echt schlechter Moskau. Bisschen dünn gerade, sag ich mal. Ja. Muss man halt jetzt durch, passt schon. Machen wir es bei dem hier noch. Ah, das war vielleicht ein bisschen unüberlegt. Und weißt du was, ich mache jetzt auch mal diesen hier. Nehmen wir mal den Pinner da. Aber die noch mehr prestige. Warum hast du nicht mitgemacht eigentlich? Weil ich schon im Krieg bin. Und weil Österreich und England da mit drin hängen. Ja, na und? Das ist kein Grund. Ich weiß schon, was du machen wolltest, da falle ich nicht noch rein. Also wird wahrscheinlich. Das wäre natürlich perfekt gewesen. Und dann verlierst du. Das wäre es gewesen. Naja, gehe ich halt nach unten, ne? Das geht ja auch.
Wo gehst du überhaupt hin jetzt? Also das weißt du noch nicht so genau, ob du gewinnst. Doch. Könnten wir jetzt endlich mal Rom ordentlich besetzen? Könnte ich schaffen. Sehr. Sieht bisher ganz gut aus. Also wie viel Expansion habe ich denn? 16. Ah, jetzt mache ich richtig Minus. Habe ich mir einen sehr teuren. So, das ist Saurien. Das ist nicht mein Ding. Minus 05, da fuck. Ah. Frieden verhandeln. Wie sieht's denn aus? Rom will ja eh kein Schwein. So, mal ein bisschen Geld nehmen. Geld können wir schon gebrauchen. Hm? Kann ich das schlucken? Nee. Kann ich das schlucken? Nee. Das alles gar nicht schlucken. Ja, so, gegen wen führe ich Krieg? Gegen Siena. Lass mal gegen Mantu Frieden schließen noch. Ah, das können wir mal machen. Das nicht. Ah, das auch nicht. Wobei, sonst, nee. So. Machen wir das mal so spaßeshalber. Kann ich dich vielleicht vassalisieren? Nicht mal im Ansatz. Geil. Geld wieder ausgeben. Müssen sie auch loswerden. So, jetzt würde ich gerne weiter, sondern. Und Siena verschwindet dann ja auch von der Karte. Also kann ich das schon mal abziehen. Es wird immer noch 1 zu 4. Bei 2 vielleicht sogar. Natürlich nicht schön. So. Ja. Ich habe ja noch mindestens ein Jahr mein Herrscher. Das ist halt so geil, wenn du so viele Punkte bekommst wie ich. Ich hätte noch gern ein bisschen mehr Macht. Ah, ich hätte Mantua wieder. Fuck. Warum habe ich das nicht gemacht? Ich bin so dumm. Wir sind meine Rivalen. Natürlich nicht. Fuck. Ist jetzt ärgerlich, dass ich das nicht gemacht habe, aber das willst du machen. Habe ich kurz nicht dran gedacht, ja, wird alles scheiße. Zum Glück. So. Oh, ist ja schon drum. Naja. Habe ich den Krieg angefangen? 73. Er hat zur Not ein Jahr, kann man noch machen. Ne? Wie sieht's aus? Haben meine Leute noch Bock? Ja, die haben noch Bock. Neapel vielleicht nicht mehr so, aber ist mir auch nicht so wichtig. Fick dich doch. Ich könnte natürlich auch den hier tun. Ah, das würde funktionieren. Oder wenn ich das komplett so mache. Kann ich? Ich kann das nicht. Doch, ich kann. Ich habe ja... Doch, ich kann. Ich kann das tun, weil Delfin ja so nett war, den Krieg zu erklären. Ne? Geil. Was? Pause beenden, komm.
Gibt ja Leute, die müssen einen Krieg zu Ende führen. Hallo. Danke. Schön. Mantua-Siedling. Ja, Mantua ist keine mögliche Variante. Provinz. Oder Florenz? Machen wir Florenz. So, Delfino Krieg erklären. Wie würde das funktionieren? Leider gar nicht. Schade.